Hallo, herzlich willkommen bei GTA 5 Online. Und heute spielen wir GTA Import-Export. Und wir haben jetzt schon ein paar Autos geklaut. Ich habe schon ein paar verkauft. Und ich habe diesen geilen Z-Typ gekauft. Und den werde ich verkaufen. Der ist fast 950.000 Dollar wert. Das ist ja richtig geil. Und wir kriegen da irgendwie 40.000 Dollar. Komm ich schon, okay. Und wir können das wählen aus, ja, Reife, da brauchen wir gar nicht irgendwie was machen. Aber wir können auch auf die 100.000 Dollar gehen. Muss ich für 20.000 Dollar, muss ich irgendwas machen. Und ja, das Problem ist, wir können das schön anpassen. Aber wenn wir es liefern müssen, habe ich natürlich ein richtiges Problem. Weil, wenn du da irgendwie Schaden unterwegs machst, das ist doch weniger Geld, ne? Das ist nicht so schön. Aber was wir machen morgen, wir machen den Specialist wieder. Ah! Let's get to work. So. Okay, so the buyer wants this thing overhauled. Ja. Was wir machen müssen, ist, wir müssen den Trecker removen. Okay, dann machen wir jetzt. Ah, den Plate. Was machen wir da für den Plate? Okay, dann machen wir jetzt da, das war gut. Respray. Secondary Color. Also da machen wir einfach 500 Farbe da. Gold, oder? Wir machen Gold. Ah. Upgrades. Ah, Bodywork. Dann machen wir irgendwie so eine Headlight oder so. Sieht jetzt geil aus, ja? Horn, Windows, bisschen dunkel. Ja, das sieht aber schön aus, ne? So. Und dann jetzt machen wir die Reifen. Was können wir für Reifen nehmen? Pink ist schon. Ich weiß ja gar nicht, was für eine Farbe du kann machen kannst. Keine Ahnung. View Color. High-End Lowrider. Chrome. Also wie schön alt, ne? Ah, das sieht ja richtig brutal aus. So, ne? Das ist so auf den Reifen da. So irgendwie weißen Schrift drauf. Hat auch richtig brutales, ne? Ah, guck mal eben, was für ein Fell wir nehmen. Ich finde die erste Film kann ich. Ja, die finde ich auch. Die sind ja richtig brutal. Die finde ich auch richtig brutal, die nehme ich. Auf Sport. Das ist auch irgendwie anders nehmen oder so, ne? Ah, keine Ahnung. Ich finde viel, viel brutaler. Passt auch zum Wagen, ne? So. Wie haben sie es angepasst? Jetzt können wir es verkaufen. Und okay, the work's been done. Take the car to the buyer and don't let another organization get in the way. Das sieht ja gar nicht gut aus. Okay, wir sind beschossen hier. Wir müssen weggehen hier, weil das sieht gar nicht gut aus. So, weg mit dem Wagen, wir müssen den Wagen abliefern. Das ist einer hinterher, das ist scheiße. Guck mal, ich komme schon 88.000 Dollar. 12.000 Dollar Schaden schon gehabt. Wir müssen 4 Meilen fahren, da geht er gar nicht. Ich setze noch eine Ecke. Das heißt richtig viel Schaden. Wir müssen schnell wie möglich fahren hier, weg hier von dem ganzen Player hier. Oh Mann, 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 aufpassen. Alter. So, der ist jetzt weniger. Wir haben jetzt 87.000 Dollar. Ja, guck mal, was ein Wagen, ey. Richtig brutal, oder? Ja, jetzt 86.000. Das kann doch nicht sein, oder? Alter. Guck mal, ey, unser Wagen ist richtig Schrott geworden. Ey.
Wir haben die schön geschrottet. Also ich muss sagen, der GTA 5 Import-Export irgendwie ist mal so geil. Das ist so gleich wie so, wenn du einen Motorclub hast, irgendwie mit V-Business und so. Kannst du schön alles verkaufen und exportieren, importieren, dann modifizieren. Und das ist richtig geil. So, da geben wir voll Gas hier. Wir haben noch 3 Meilen zu fahren, also richtig lange. 86.000 Dollar haben wir jetzt. Kann ich richtig, richtig Geld machen. Aber es ist gefährlich, wenn du sehr viele Player hast. Bis jetzt haben wir noch immer Glück. Aber du weißt ja nie, dass einer in den Flugzeug kommt und dich abknallt. So, wir gehen jetzt schon nach oben hier. Ah, Mann, komm! Fahr mal schneller, Mann! So, geradeaus hier, noch 2,5 Meilen. Geht doch nicht so schnell hier. Ja. Wenn du schon auf der Autobahn bist, dann geht das ganz schneller. Wir haben noch immer 86.000 Dollar. Doch komm, das Ende macht viel Geld. Wir haben 12 Minuten noch Zeit. Oh, mal schön Gas geben hier. Nein! Jetzt ist 83.000. Mann, ey. Nein. Der ist so scheiß zu fahren mit dem Auto. Ah, ich muss mal wieder waschen. Das sieht aus, ey. Guck mal die Kratzer an. So, da gehen wir schön nach links hier. Ah, da kommt einer mit dem Helikopter an. Da sieht er gar nicht gut aus. Irgendwie sind wir richtig beschossen, irgendwie. Wir müssen schnell weg hier. Alter, 81.000. Wir müssen weg hier, wir müssen schnell verkaufen. Ja, okay. Oh, schneller fahren hier, Alter. Was ist das für eine Scheiße, ey? Ich geh da gar nicht, ey. Ich bin fast da, aber das sieht ja gar nicht gut aus. Der ist auf dem Punkt, der weiß genau, was Sache ist, glaube ich. Weil der hat es öfter gemacht. Der wartet auf mich, glaube ich. War viel schlechter. Wir geben jetzt Vollgas, wir haben noch einen halben Meilen. 80.000 Dollar. Mann, ey, komm, schneller. Alter, was in Kurven sind da hier in der Welt, ey. Du kannst ja gar nicht schnell fahren hier. Hier, richtig staubig da, ey. Was macht ihr da alle da? Alter, ein Wagen. Ich kann nicht weg hier. Nee, mein Wagen ist geschrottet, ey. Weg hier. Guck mal, ey, ich habe jetzt noch 76.000 Dollar. Ich will mal verkaufen, ey. Der wusste genau, was Sache ist. So, wir gehen mal hier hoch. Geht mal schön hoch. So, reinsteigen, Wetter nach oben. Ich muss irgendwie, muss ich da hochkommen. So, gehen wir da mal kurz hin. Wir haben noch 76.000, wir haben noch 9 Minuten. Wir müssen mein Auto da abliefern, so schnell wie möglich. Komm.
Bitte, 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 bitte. Ich will den Wagen da abliefern. So, ich hab den geliefert. Oh. $60,000. Ich hab richtig Glück gehabt, ey. Oh, die hat mir gerade geschossen. Aber irgendwie $60,000 ist richtig gut. So. Ja, der Vogel knallt mich ab. Was ein Vogel, ey. Aber wir haben es trotzdem geschafft. Okay, I got the call. Sales been made. Didn't get what we wanted for it, but it wasn't in the best of shape. Yes. It is what it is. Okay. So, das war's. Wir haben schon ein Auto verkauft. Aber da war richtig scheiße. Der hat uns abgeknallt. Der wusste genau, was Sache war. Aber egal. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, ihr guckt mal nächstes Mal wieder auf GTA 5. Und ich hoffe, ihr abonniert meinen Kanal. Bis dann. Ciao, ciao.